Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben bei uns wieder einen sehr bekannten Mann. Hallo Haro. Haro von Sänger, einer der ausgewiesensten China-Kenner von Europa, der auch chinesische und japanische Bücher schreibt, wo dann auch dort zur Kenntnis genommen werden. Man werdet jetzt einiges über dich hören, Haro. Ich freue mich sehr, dass du zu uns gekommen bist. Ja, Haro, woher kommst du eigentlich? Wo bist du aufgewachsen? Also aufgewachsen, du bist gegen 2 Meter groß, das ist bekannt, aber wo ist die Größe entstanden? Darf ich die Frage zunächst einmal ganz kurzfristig beantworten, ja. Woher ich komme? Ja. Ich komme heute von Willenzell bei Einsiedeln, wo ich übrigens auch aufgewachsen bin. Ja. Ich habe am letzten Donnerstag plötzlich einen Telefonanruf von deiner fähigen Sekretärin bekommen, dass du dringend heute am Montag einen Gesprächspartner benötigst. Ganz dringend. Und wir kennen uns ja durch Sofingia. Wir haben uns zum ersten Mal, meines Wissens, seit Jahrzehnten befreundet. Zum ersten Mal habe ich dich kennengelernt, meines Erachtens 1968, wo ich sogar bei euch konnte wohnen und deine wunderbare Mutter konnte kennenlernen. Danke. Das ist bei den anderen 68er gewesen. Wir sind beide kritisch zu dieser Neu-Linke-Bewegung gestanden und haben uns auch bemüht, die Neu-Linke ein bisschen ad absurdum zu führen. Die war nämlich nicht einfach nur das Salz von der Erde gewesen, sondern wir haben da einige Fragezeiten gebraucht. Wenn die zum Beispiel die kritischen Jus-Studenten gegründet haben, haben wir die noch kritischeren Jus-Studenten gegründet. Aber gehen wir darauf ein. Du hast Jus studiert oder bereits Sinologie? Und dann bin ich eben gekommen, weil die Devise von der Zofingia lautet ja Patriae, Amicitiae, Litteris. Also in der Mitte ist Freundschaft und dann ist Vaterländisch, Freundschaft und Wissenschaft. Und gerade Wissenschaft ist ja heute das Thema. Und du hast jetzt eben gefragt, wo ich jetzt da aufgewachsen bin. Ich bin in Willenzell, bin ich in die Primarschule gegangen, wo ich heute auch Herr-Hobby und dann in Einsiedeln in die Stiftschule 8 Jahre lang. Und an Zürich war ich ein berühmter Architekt, dein Vater. Ja, berühmt, er war Architekt. Ja, doch so. Grosse Bahnhofsgebäude und ähnliches. Ja. Und du hast gefragt, was ich studiert habe. Also ich habe dann nach der Matura Jus studiert, aber das ist mir sehr langweilig vorgekommen. Und darum habe ich dann ab dem zweiten Semester, also das war Sommersemester 1964, auch chinesisch Unterricht genommen. Wie bist du denn mit der Sinologie überhaupt in Kontakt gekommen? Und hat es das damals schon gegeben in Zürich? Denn weißt du, wir sind Anfang 70er Jahre, Ende 60er Jahre vom letzten Jahrhundert, muss man jetzt sagen. Und was hat es denn da als Angebot überhaupt gegeben? Es hat im Sommersemester, glaube ich, angefangen, dass eine Assistentin oder eine Frau an einem Doktor war. Sie hat Ariane Rump geheissen. Die hat einfach chinesisch Unterricht gegeben. Mhm. Und der Professor ist dann im Wintersemester gekommen, ein Holländer Professor Kramer. Wie bist du denn mit China in Kontakt gekommen? Also jedenfalls nicht auf der Stiftschule Einsiedeln, wo ich 8 Jahre gsi bin, also von 55 bis 63. Ich kann mich nicht erinnern, dass nicht einmal im Geografieunterricht von China die Rede war. Also das war gar kein Thema gewesen. Aber in diesen Sommerferien nach der Matura sind meine Eltern eingeladen worden von einem Berliner Ehepaar. Das sind so flüchtige Bekannte gewesen, die meine Eltern kennt haben. Ich bin dann auch mitgegangen und im Büchergestell, dort wo ich gesessen bin, habe ich ein Buch nach dem anderen rausgenommen und angeschaut. Und dann habe ich plötzlich ein Buch in der Hand gehabt mit dem Titel «Chinesische Konversationsgrammatik». Ach, ja. Und das war dann im August 1963 meine erste Begegnung mit China gewesen. Ich habe in dem Buch geblättert und die Sprache einfach unglaublich fremdartig gefunden, auch die Schriftzeichen.
Und das hat einfach meine Sprachneugier geweckt. Ja, ja. Und dann habe ich das Buch auch ausgewählt. Ich habe es heute noch daheim. Und ich habe dann einfach nur aus Sprachneugier. Also mich hat einfach Wunder genommen, ob mein Hirn in also so einer merkwürdigen Sprache begreift. Also zuerst hast du einmal Sprache gelernt. Dass, ja, also das, der erste Antrieb war nur Sprachneugier gewesen. Aber in einem hohen Maß, also nicht wie jemand von uns irgendwie so touristische Kenntnisse erwirbt, sondern das war profund gewesen, dass du wirklich die chinesische Literatur können lesen konnte. Ja, also ich habe wirklich... Einfach nochmal Sprachneugier. Ich habe ja 8 Jahre lang Latein gehabt, 6 Jahre Altgriechisch. Ja. Und ich habe auch schon Russisch ein bisschen für mich gelernt. Und jetzt habe ich so etwas Fremdes gesehen mit so Schriftzeichen und ganz, ganz kleinen Silben. Also, was dann auf Lateinisch geschrieben ist für Wörter, ist ganz, das sind nur kleine Silben gewesen. Und mich hat einfach unglaublich Wunder genommen, kann ich so also etwas begreifen? Ist das, und ist das etwas völlig anderes? Oder hat es Gemeinsamkeiten mit den Sprachen, die ich schon kenne? Es hat ja seit damals denn China hat einen ungeheuren Stellenwert gewonnen in diesen Jahrzehnten. Denn. Aber damals war genau die Kulturrevolution, beziehungsweise hat begonnen in den 70er Jahren. Dort bist du. Du bist dann nach China und hast Studien in China gemacht. Wie hast du das können machen? Wie hast du das aufgeleistet? Also, ich habe ja angefangen im 64. Das sind 2 Jahre vor dem Ausbruch der Kulturrevolution gewesen. Ja. Und ich habe nichts gewusst von 1000 Jahren Zivilisation, von weiss der Gott, was in der Kultur. Einfach Sprachneugier. Aber ich habe dann doch wollen, auch chinesische Tandempartner zu mir einladen nach Willenzell, dass sie wochenlang da bei mir wohnen, um eben die Sprache zu lernen. Und um das den Eltern schmackhaft zu machen, habe ich gesagt, ich war in der Bibliothek von der juristischen Fakultät von der Uni Zürich. Ich habe nicht ein Buch über chinesisches Recht gefunden. Und ich möchte jetzt gerne eine Doktorarbeit über chinesisches Recht schreiben. Und da muss ich jetzt Chinesen einladen zu mir. Und dann haben sie das geschluckt. Und ich habe ja auch... Du hast dann über Kaufverträge im alten China Dissertation gemacht. Ja, ja, genau. Und, aber und dann habe ich aus Wunder 1 Jahr nach China gehen. Das hat mich dann auch noch Wunder genommen. Und dann war ja Kulturrevolution. Meine Doktorarbeit war 1969. Ich konnte nicht in die Volksrepublik China. Also bin ich nach Taiwan gegangen. In die Republik China, wie sie auch heute noch heisst. Ja. Und also zuerst für das Studienjahr eigentlich nach Taiwan? Jawohl, ich habe einfach irgendwie nach, weil es China ist mir völlig egal gewesen. Ja. Ich bin dann halt nach Taiwan, weil ich wieder einen Tandempartner hatte aus Taiwan, der eine juristische Dissertation beim Professor Kegi geschrieben hat. Und der war wahnsinnig froh gewesen, dass ich die deutsche Sprache von ihm korrigieren konnte. Damals konnte man nicht auf Englisch eine Diss schreiben. Mhm. Und der hat mich dann wunderbar gelenkt in die juristische Fakultät der Nationalen Taiwan-Universität. Und dort konnte ich 2 Jahre lang in einem Viererzimmer leben mit 3 Chinesen. Als einziger westlicher Student in dem ganzen Compound, weil die hygienischen Verhältnisse haben zu wünschen übrig gelassen und kein anderer westlicher hat gewagt, dort überhaupt zu leben. Aber weil ich ja aus Willenzell komme und seit meiner Jugend immer Bauernmilch direkt vom Bauernhof getrunken habe, bin ich resistent gewesen, die 2 Jahre. Ja, das ist natürlich gut. Tja, also unsere schweizerischen Eigenschaften haben auch da etwas. Genau, genau. Innerschweizerisch. Ich nehme an, nach diesen 2 Jahren hast du praktisch fließend Chinesisch gesprochen oder gelesen. Richtig. An dem Tag, wo ich angekommen bin, habe ich eigentlich nur können auf Chinesisch sagen, Telefonbuch und so Sachen. Und habe zuerst Englisch reden. Aber ich habe dann sofort auch Sprachunterricht genommen. Ein Lehrer, ein Student. Und ich habe jeden Tag, an den Tagen, wo ich Unterricht genommen habe, 2 Lektionen vom Primarschullehrbuch von der chinesischen Sprache und später Mittelschullehrbuch auswendig gelernt und dem Lehrer vorgesagt. Ich habe auch auf Chinesisch ein Tagebuch geführt für den Lehrer, um Reden, Schreiben, Sprechen zu lernen. Und nach 2 Jahren habe ich relativ gut alles verstanden, was ich der Uni, ich habe ja dann die Uni besucht,
Vorlesungen über Recht, habe das dann gut verstanden. Es ist ja dann viel weiter noch gegangen. Wie bist du denn mit der Volksrepublik auch in Kontakt gekommen? Und wie hast du denn können auch in die Volksrepublik einreisen? Dann hat es noch ein Zwischenspiel gegeben. Tokio, 2 Jahre. Also ich war 1971, habe ich dann 2 Jahre in Taiwan wollen sein, weil es so wunderbar schön war. Ja. Mit dem Viererzimmer und umringt nur von chinesischen Studentinnen und Studenten. Und dann habe ich mich aber beworben für ein Stipendium in Tokio, an der Tokio-Universität. Also wie ich dich kenne, hast du nebenbei noch Japanisch gelernt? Ich habe in Taipei so einen japanischen Tandempartner gehabt, aber gar keine Zeit gehabt und ganz schlecht habe ich das, ganz rudimentär. Und ich habe dann zum Glück 2 Jahre ein Stipendium bekommen von der japanischen Gesellschaft zur Förderung von der Wissenschaften in Hongaku-Jutsu, Jinko-Kai heisst das, Tokio-Universität, juristische Fakultät. Und dort habe ich dann im Sommer 1975 einen Brief bekommen von Professor Kramers, das war der Sinologie-Professor, der mir angeboten hat, in die Volksrepublik China zu gehen. Ach, und das war natürlich die Verlockung für dich. Weil man im 1974 hat die Schweiz und Volksrepublik China so einen Austausch Vereinbarung abgeschlossen, dass die Chinesen können ihre Studenten schicken und wir können unsere schicken. Und das ist also gegangen, ohne dass man einen Rahmenvertrag mit der Volksrepublik China hätte, so mit heutigen Kategorien man hat, zu man denken. Man hat etwas gehabt, im 1974 hat man irgendeinen so einen Austausch, also so einen Studentenaustausch, Wissenschaftsaustausch. Hat man gehabt, ja. Was hast du denn in China gemacht? Also in Taiwan bin ich in der juristischen Fakultät gsi, an der Tokio Universität auch. Nun habe ich damals hat man als westlicher ausländischer Student an der Peking Universität nur 4 Fächer können studieren, nämlich Geschichte, chinesische Sprache, chinesische Literatur und Philosophie, wie das geheißen hat. Und im ersten Jahr habe ich Geschichte gewählt, weil ich mich sehr stark für Rechtsgeschichte interessiert habe. Ich habe ja, wie du gesagt hast, eine Doktorarbeit über Kaufverträge im alten China geschrieben in Zürich. Und dann habe ich gedacht, ja, Geschichte ist ganz nahe bei Rechtsgeschichte. Es ist auch gut, ein bisschen mehr als nur Rechtsgeschichte zu kennen. Also ein Jahr lang das. Und dann im zweiten Jahr habe ich Philosophie gewählt, weil ich in den Zeitungen, wo ich in dem Jahr, wo ich Geschichte gelesen, gelernt habe, habe ich ja Zeitungen abonniert, habe ich immer gesehen, dass das Zitat aus der marxistischen Klassiker sind immer fett gedruckt gsi in den Zeitungen. In einem Artikel. Und es ist irgendwie so, ich habe ja dann in Zürich, bevor ich nach Asien gegangen bin, auch 2 Jahre auf dem Bezirksgericht und auf dem Obergericht gearbeitet. Ich habe dann auch das Anwaltspatent erworben. Und es ist mir so vorgekommen, in den Artikeln, wie in den Scheidungsurteilen, die ich am Bezirksgericht geschrieben habe. Also zuerst ein Sachverhalt ist geschildert worden. Ja. Also zum Beispiel, dass der Deng Xiaoping hat 3 Dokumente rausgelassen hat, aber in diesen Dokumenten hat er den Klassenkampf nie erwähnt. Und dann kommt das Zitat fettgedruckt, also der Klassenkampf, das ist das absolut grundlegendste, wo die Weltgeschichte bewegt. Und dann ist das Urteil gekommen. Der Deng Xiaoping hat in seinen 3 Dokumenten nicht einmal, er hat hunderte von Zitaten aus Marx und Engels und Mao gebracht, aber nicht eins vom Klassenkampf. Also ist es ein Find vom Marxismus-Leninismus. Und das ist doch genauso, wie ich ein Scheidungsurteil geschrieben habe. Die Eheleute haben dieses und jenes vorgebracht. Und Artikel 142 ZGB sagt, wenn die Ehe unheilbar zerrüttet ist, dann kann sie geschieden werden. Ja, angesichts der Vorbringung der Eheleute ist die als völlig zerrüttet einzustufen und kann also geschieden werden. Also so ist mir der Marxismus dann eben so vorgekommen wie ein Quasi-Recht. Verstehst du das? Ja. Das ist quasi recht. Man hat ein Sachverhalt und dann subsumiert man das Sachverhalt unter irgendein Zitat und dann hat man ein Urteil. Das war bereits in der Volksrepublik dann. Oder? Ja, das war eben gerade dann so. Das ist jetzt heute nicht mehr so wahnsinnig so. Aber damals habe ich gedacht, ja gut,
Philosophie, das war damals marxistische Philosophie. Ja. Also es war ja Marxismus-Leninismus und Mao Zedong-Ideen. Und dann ich dachte, ja, jetzt will ich doch mal dem auf den Grund gehen. Also wie funktioniert denn China? Denn von Recht hat man damals nicht geredet. Also wie denkt, wie funktioniert die marxistische Tradition und gleichzeitig die marxistische Klassenkampflehre? Ja, wir also ich habe dann immer, wir haben auch Film, jede Woche können einen Film anschauen damals, in dem ersten Jahr, wo ich Geschichte studiert habe. Zum Beispiel ein Film hat sich gedreht um Barfußärzte. Und in dem Film ist nicht etwa ein Hygienegesetz propagiert worden, sondern die revolutionäre Linie des Vorsitzenden Mao betreffend das Hygienewesen. Also eine Linie ist und die Heldin hat dann auch in irgendwelchen Konfliktsituationen sich auf die Linie von Mao Zedong berufen und sie müssen jetzt das so machen. In damals einem anderen Film. Ja. Damals hat Mao noch gelebt. Ich habe ein also Jahr noch voll unter Mao an der Macht gewesen, ja, und ja, der Einfluss ist völlig ungebrochen gewesen. Ja, ja, ist das, hast du, Entschuldigung, wenn du gerade weitergehen, hast du in der Universität auch die Folgen der Kulturrevolution mitbekommen? Ja, natürlich. Ich habe noch den allerletzten Klassenkampf selber miterlebt, vom Anfang bis zum Ende. Ja. Ganz am Anfang, als ich an der Uni Peking angekommen bin, ist einmal auf der Wandtafel geschrieben, heute Nachmittag, dann und dann eine Sitzung über Yundung. Und Yundung, soweit ich das in Taiwan gelernt habe, hat Sport geheissen. Sport. Also das ist ein Tag über Sport. Da habe ich gedacht, ja, Sport interessiert mich jetzt nicht so. Aber ich bin da gleich reingegangen, aber das bedeutet, in der Volksrepublik China hat das Kampagne bedeutet. Ach. Und mir, uns ist erklärt worden, jetzt fängt die Kampagne an, im Rahmen des Klassenkampfs, gegen den Wind von rechts und das Urteil von der Kulturrevolution will umstoßen. Also es gibt da Wind von der Kulturrevolution und jetzt müssen die bekämpft werden. Und dann habe ich das von Anfang an dann miterlebt, bis es. Dann hat es auf dem Areal von der Peking-Universität ein Wandzeitungsareal gegeben, wo Wandzeitungen im Rahmen von dem Klassenkampf ausgehängt worden sind. Und die Zeitungen waren voll von dieser Bekämpfung, von diesen Finden, von der Kulturrevolution. Sind das eigentlich parteiinterne Find gewesen oder Find von außen? Was ist bekämpft worden? Das war der Deng Xiaoping dann zum Schluss gewesen. Also da ist zuerst nicht namentlich erwähnt worden, aber ab April von dem folgenden Jahr, also ich bin ja im Herbst 1976 an die Peking-Universität gekommen, zuerst ist es nur, sind nur so einzelne Namen von subalternen Leuten genannt worden und ab April dann der Deng Xiaoping. Und vom Deng Xiaoping hat man gesagt, das ist ein unverbesserlicher Begehr des kapitalistischen Weges. Man sagt, das ist ein Kapitalist, also der will den Kapitalismus einführen. Und der ist dann unglaublich bekämpft worden. Und das habe ich alles miterlebt. Ja, es ist ja interessant, dass das sehr auf Kommunismus eingeschworene China im Laufe der Jahrzehnte schließlich gewisse kapitalistische Einflüsse dann selber erlaubt und sanktioniert hat. Das hast du auch mitbekommen, die Entwicklung denn? Das habe ich auch mitbekommen. Denn in der Satzung der Kommunistischen Partei China, also die Kommunistische Partei Chinas beruft sich in erster Linie auf Marxismus-Leninismus. Also auch Leninismus. Und was du jetzt da erwähnst, das ist typischer Leninismus. Denn der Lenin hat in den 20er Jahren eine neue ökonomische Politik eingeführt, wonach er auch hat den Kapitalisten hat er gute Bedingungen gegeben, dass sie da Bergwerke auftun in der Sowjetunion. Soll ja sogar gesagt haben, die sind so gierig, die kaufen nur die Stricke, denen wir sie werden aufhängen. Also der hat so eine Art halbe Marktwirtschaft eingeführt in der Sowjetunion. Ja. Und auch gesagt, wir müssen ihnen Profit geben, aber wir werden dann am Schluss am meisten profitieren durch die Technologie, die sie werden bringen. Und das ist einfach ein Nachahmung. Eigentlich, der das Grundsatz. Ist die neue ökonomische Politik. Das ist Leninismus. Das ist purer Leninismus. Ja, ja, das ist.
gehört, du hast dich auch auseinandergesetzt mit chinesischer Dialektik und ja. mit dem sogenannten Strategem Jawohl. Von China. Dort hast du auch vieles publiziert. Ja. Das Strategeme für Juristen ist das Neueste. Jawohl. 36 Strategeme mal für Manager. Und was sind Strategeme eigentlich? Strategeme sind Namen von Listtechniken. Und um ein Beispiel zu nennen. Also List wie List des Odysseus, ja, so Kampftechniken ja. oder ja. Clausewitz. Oder Clausewitz hat sehr wenig, wenig listig. Ganz wenig hat er geschrieben. Ja, er hat ja, gesagt, ja. Im letzten Moment, wenn man in einem Feldherr nichts anderes einfällt, kommt ihm nur eine List, versucht es nur mit einer List. Also, und da wäre es fundamentale Ausrichtung auf die strategische Liste. Auf List. Taktische und strategische Liste. Also wir müssen dann da schon ein bisschen genauer mit dem Wort umgehen. Ja. Wenn wir uns mit da bitte Thema, ich dich darum, um mich zu korrigieren, denn das wenn muss mit präzise dem chinesischen Thema wenn du umgehen, wenn wir genau sein. Und bei ja. Strategie möchte ich mich doch stark an den von Clausewitz orientieren, der gesagt, wo ich, also sinngemäß gesagt hat, Strategie ist eine Planung von einem ganzen Krieg und Taktik ist eine Planung von einem Gefecht im Rahmen von dem Krieg. Also Strategie ist etwas Langfristiges im Prinzip und taktisch ist etwas Kurzfristiges. Und Strategien könnte jetzt aus chinesischer Sicht, anders als es der Clausewitz gesagt hat, und gesagt hat, nur im letzten Moment kann man vielleicht noch mal eine Liste anwenden. Aus chinesischer Sicht kann man eine Liste langfristig, auf Jahrzehnte anwenden, aber auch kurzfristig. Kannst du ein Beispiel geben, wie solche Strategien aussehen oder Listen in dem Sinn, wo zum chinesischen Kulturgut gehört? Es gibt aber ein Buch, das vor etwa 500 Jahren erschienen ist, also geschrieben worden ist. Es ist nicht erschienen, es ist ein geheimes Buch gewesen, mit dem Titel «Sanzhiyoji». Miben Bingfa, auf Deutsch die 36 Strategeme, das geheime Buch der Kriegskunst. Und da, das Buch besteht aus 38 Teilen, einem Vorwort, einem Nachwort und in der Mitte 36 Kapitel, wo jedes aufgebaut ist wie folgt, eine Zahl 1 bis 36, dann eine Bezeichnung von einer Listtechnik und dann eine kurze theoretische Erörterung von genau dieser Listtechnik und dann noch ein Teil mit Beispiel aus der chinesischen Geschichte über die Anwendung von dieser Listtechnik. Und ich nenne die gerne zwei, drei so Listtechniken. Nummer 10, Xiaoli Zangdao, auf Deutsch hinter dem lächelnden Dolch verbergen. Oder das 19. Fudi Chouxin unter dem Kessel das Brennholz wegziehen. Das ist 500 Jahre alt, aber scheint hochaktuell zu sein im aktuellen China. Ja, ist das richtig? Jawohl. Ja. Also in der chinesischen Politik, auch Wirtschaftspolitik, Außenpolitik und alles, spielen die Strategien, die Listen eine große Rolle. Das heißt also, es spielt der leninistische Strick, an dem sich der Kapitalist selber aufhängt, beziehungsweise wo er zahlt dafür, dass er aufgehängt wird, spielt eine große Rolle. Im Jahr 2018 hat China ja. Daily, das ist also die wichtigste englischsprachige chinesische Zeitung, eine Tageszeitung, ein Foto gebracht aus der Bibliothek von Xi Jinping, wo drei Bücher gezeigt werden aus dem Sachbereich Militär. Also es sind Bücher aus verschiedenen Sachbereichen gezeigt worden, die Xi Jinping in seiner Bibliothek hat. Und in dem einen Bild steht in der Mitte eine Luxusausgabe von dem etwa 500 Jahre alten Buch 36 Strategien, geheimes Buch der Kriegskunst. Und dann daneben ist der von Clausewitz auf Chinesisch und links ist dann noch ein Buch über die Geschichte der Volksbefreiungsarmee. Also aus dem kannst du sehen, wenn du sagst, das spielt eine wichtige Rolle. Yeah. Also wenn man yeah. da zeigt, dass der Xi Jinping das in seinem
in seiner Bibliothek hat und das zeigt man dann der Öffentlichkeit, ja, dann ist also doch das ein klarer wirkt, Beweis, dass das eine wichtige Rolle spielt. Das wirkt noch sehr zielgerichtet im Handeln. Eigentlich jeder Schritt muss überlegt sein nach der chinesischen Grundsatz, Dialektik auch. Zwischenfrage, was ist Dialektik? Also das ist in erster Linie materialistische Dialektik heißt das und dialektischer historischer Materialismus, aber man redet über Dialektik. Also das Wichtigste ist, dass gesagt wird, die ganze Welt besteht aus Widersprüchen und das, das kann anknüpfen an das Yin-Yang-Denken, von dem du ja sicher auch schon gehört hast. Also im alten China hat man gesagt, alles ist gerade auch in der Medizin ist von zwei gegensätzlichen Elementen bestimmt. Yin ist ein weibliches Element und Yang ist ein männliches Element. Und also das dialektische Denken hat es in dem Sinn schon im alten China gegeben. Und dann, darum ist ja China auch so auf das gumpelt, weil es eben so Parallelen hat. Und jetzt im modernen dialektischen Denken, wie gesagt, alles sind Widersprüche. In den Dingen innen, also zum Beispiel jetzt unser Verhältnis ist so gesehen ein Widerspruch. Wir sind zwei gegensätzliche, du fragst und ich antworte und so weiter. Und Politik besteht dann aus der Analyse und Lösung von Widersprüchen. Also sie sagen zum Beispiel, es gibt Widersprüche zwischen innerpolitische Widersprüche, zwischen Führung und Masse. Oder zwischen den Minderheiten und der Han-Nationalität. Sie sagen sogar, zwischen der Industrie und Landwirtschaft ist ein Widerspruch. Mhm. Also wenn man alles Geld nur der Industrie gibt, zum Beispiel, und der Landwirtschaft nichts, dann ist das nicht gut. Das ist nicht gut. Es muss ausgewogen sein. Ja, man muss jetzt schauen, wie der Widerspruch geregelt wird. Und dann außenpolitisch. Also es gibt einen Widerspruch zu den USA, einen Widerspruch zu der EU, zu Japan. Und Politik bedeutet nun, alle die Widersprüche zur Kenntnis zu nehmen, zu sichten und dann einen aus diesen Widersprüchen als Hauptwiderspruch zu definieren. Und dann alle politischen Tätigkeiten, innenpolitisch und außenpolitisch, fokussieren auf die Lösung von dem Hauptwiderspruch. Das ist so ein Blick hinter Kulissen, wenn du das so genannt hast. Dass man das weiss. Dass ein Hauptwiderspruch die gesamte chinesische Politik dominiert. Und welches ist der Widerspruch in der Außenpolitik und Wirtschaftspolitik zum Beispiel? Also es ist nur einer. Es ist nicht, also gut, in verschiedenen Bereichen hat es wieder ihren bereichsspezifischen Hauptwiderspruch. Aber der alles dominierende Hauptwiderspruch, das ist nur einer. Und der Mao Zedong hat eben im 37 so eine Abhandlung geschrieben über den Widerspruch, wo Pflichtlektüre war, in dem Jahr, wo ich Philosophie studiert habe. Also ich bin graduiert im Mao Zedong-Gedanken, kann man sagen. Und damals, am 7.7.37, ist etwas ganz Wichtiges passiert. Weißt du das zufällig? 7.7.37. Nein, ich weiß es nicht. Der Zwischenfall an der Marco Polo-Brücke. Und dann hat eigentlich in Ostasien nach einer Theorie, die in China vertreten wird, der Zweite Weltkrieg angefangen. Also dann hat Japan angefangen, ganz China zu erobern. Und der Mao Zedong war sehr schwach gewesen und ist aber gegen die Japaner gewesen und hat dann eben die Abhandlung geschrieben, dass das alles sind Widersprüche und es gibt immer einen Hauptwiderspruch, aber der kann wechseln. Und das war intens Schulungsmaterial für seine Funktionäre. Er hat ihnen wollen sagen, bis jetzt ist der Chiang Kai-shek, der Generalissimus Chiang Kai-shek, unser Todfind gewesen. Der hat uns ja wollen vernichten, darum haben sie einen langen Marsch gemacht. Aber jetzt ist jemand anderes der Todfind. Aber bis jetzt der Hauptwiderspruch gewesen, aber der Hauptwiderspruch kann wechseln. Und von jetzt an ist der Hauptwiderspruch der ganzes chinesisches Volk, inklusive Klasse Todfind Chiang Kai-shek gegen die Japaner. Und wir müssen eine Einheitsfront gründen mit dem. Und darum ist damals dann der Hauptwiderspruch außenpolitisch gewesen. Ganzes chinesisches Volk, inklusive Klasse Find,
inklusive Kapitalisten, gegen Japan. Und damals hat der Mao Zedong in seinem Gebiet sogar Rechtserlass zum Schutz von der, vom Eigentum, von der Grundeigentümer und zum Schutz von der Menschenrechte erlassen. Also an sich vordergründig völlig widersprüchliche Sachen, wo letztlich der dem einen Ziel denn dienen, richtig, den Hauptwiderspruch aufzunehmen. Genau. Das lösen, wird gemacht. Das wird gemacht. Aber es ist dann wieder dialektisch zu und her gegangen in der Einheitsfront. Er hat gesagt, Kampf in der Einheit. Also die Widerspruchstheorie ist nicht etwa veröffentlicht worden. Das ist kein internes Schulungsmaterial gewesen. Ja. Chiang Kai-shek hat nichts von dem gewusst. Aber der Mao Zedong hat dann den Krieg gegen Japan dazu benutzt, seine Macht in China immer weiter auszudehnen, sodass er am Schluss von dem Zweiten Weltkrieg ist ganz stark war. Ja. Vorher war er ganz schwach. Ja. Aber weil er dialektisch dann wiederum in dieser Einheitsfront hintenrum alles Mögliche gemacht hat, um seine Macht auszudehnen, hat er dann den zweiten Hauptwiderspruch können anpacken, von 1945 bis 1949. Da war jetzt gewesen, eine kommunistische Partei gegen Chiang Kai-shek. Der ist jetzt wieder totfindet worden. Dort ist wieder der andere Widerspruch entstanden. Der alte ist wieder neu auferstanden. Jawohl. Wie ist das gegenüber der westlichen Welt gewesen? Ja, also im Zweiten Weltkrieg ist die kommunistische Partei China ein Verbündeter gewesen von den Alliierten. Es ist sogar einer von der kommunistischen Partei Chinas dabei gewesen bei der Unterzeichnung von der Charta von der Vereinten Nationen und hat unterschrieben. Also damit, sie sind Mitgewinner vom Zweiten Weltkrieg. Jetzt beim zweiten Hauptwiderspruch haben ja die Amerikaner den Chiang Kai-shek unterstützt und die haben dem aber nicht können helfen. Die Lösung hat bestanden darin, dass der Chiang Kai-shek vertrieben worden ist nach Taiwan. Ja. Und da ist der zweite Hauptwiderspruch gelöst gewesen. Und dann kommt der dritte Hauptwiderspruch, ist Klassenkampf wieder gewesen. Es hat immer noch Kapitalisten gegeben, sogenannte, die Unternehmen hatten, Grossgrundbesitzer hatten. Und da hat man bis 1956 die ausgerottet, zum Teil auch an die Wand gestellt, erschossen und so weiter. Es hat dann kein Privateigentum mehr gegeben, im 1956. Mhm. Und dann hat der Mao Zedong, dann hat man eigentlich einen neuen Hauptwiderspruch definiert gehabt, nämlich ganz einfach gesagt, Modernisierungsbedürfnis gegen Rückständigkeit. Aber dann ist Ungarn gekommen und verschiedene Sachen. Und der Mao Zedong hat das ein paar Monate mitgetragen. Also nicht mehr Klassenkampf ist das Wichtige, sondern die Überwindung von der Rückständigkeit. Aber dann hat er plötzlich gesagt, ja doch, der Klassenkampf ist doch immer noch das Allerwichtigste. Und das hat er dann durch die Kulturrevolution durchgezogen. Mhm. Bis zu seinem Tod ist dann immer der Klassenkampf das Wichtigste gewesen. Wie hat das schließlich zu Effekt können führen, wie enorme Handelsausweitung mit der westlichen Welt, denn Hongkong entsteht, also überhaupt, dass Hongkong möglich bleibt, wie hat das können sie denn? Also jetzt die Handelsausweitung mit der westlichen Welt, das hängt damit zusammen, dass man nach dem Tod von Mao Zedong zurückkehrt ist zum Hauptwiderspruch, den man schon 1956 beschlossen hat, nämlich Rückständigkeit gegen, also Modernisierungsbedürfnis gegen Rückständigkeit. Also ganz genau formuliert hat er geheißen, der Widerspruch zwischen den stetig wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnissen des Volkes mit der rückständigen Produktion. So ist das in der Satzung gestanden. Also zuerst materielle, kulturelle Bedürfnisse. Genau nach Marxismus. Bertolt Brecht zuerst das Fressen, dann die Moral. Also die haben gesagt, also der Widerspruch zwischen der stetig materiellen und dann an zweiter Stelle kulturellen Bedürfnissen. Bei Kultur sind dann auch Menschenrechte und so Sachen. Materiell ist dann aber Wirtschaft. Also dann haben sie gesagt, da lösen wir, indem wir jetzt die Wirtschaft und nur die Wirtschaft voranbringen. Materielle Bedürfnisse, also das ist Wirtschaft. Und dann haben sie noch gesagt, das ist aber gesamtgesellschaftlich zu sehen, das ist nicht individuell zu sehen, das betrifft jetzt nicht unbedingt den einzelnen Chinesen, aber gesamtgesellschaftlich, wenn wir jetzt stark werden, durch Joint Venture, durch eine wahnsinnige Außenhandelsgesetzgebung,
auch dann später durch Aufkauf von westlichen Firmen und so weiter, ja. Durchaus auch durch Kopien von westlicher Technologie, zum Teil legal, also wenn die Technologie nicht patentrechtlich geschützt wurde, ja, ist, aber das legal schon einfach, ja. Zum Teil sicher auch illegal. Und so sind sie dann zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht geworden, weil sie fokussiert jetzt nur der Widerspruch. Und sie haben dann aber materielle Bedürfnisse des Volkes ganz eng ausgelegt. Da haben sie gesagt, das haben wir gelöst, wenn in jedem einzelnen Distrikt zweistellige Wachstumsraten sind in der Wirtschaft jedes Jahr. Dann ist ja. Aber sauberes Wasser, gesunde Nahrung, gute Luft, das sind keine materiellen Bedürfnisse wirklich gewesen. Also eine sehr starke Vernachlässigung von der Umwelt. Also man hat dann Fabriken machen lassen, wenn man da nur Geld verdient hat, wenn auch die Umwelt. Also einfach Produktion über alles in dem Sinne. Nur Wirtschaft, ja. Nur Wirtschaft. Und das ist so gegangen bis 2017. Und 2017 ist ein neuer Hauptwiderspruch definiert worden. Und der lautet jetzt ganz neu, und das ist eine sehr interessante Formulierung, der Widerspruch zwischen dem stetig wachsenden Bedürfnis des chinesischen Volkes nach einem schönen und guten Leben einerseits und der nicht ausgewogenen und unbefriedigenden Entwicklung. Mhm. Mit anderen Worten, die Kommunistische Partei Chinas gibt zu, das chinesische Volk hat kein schönes und gutes Leben. Ja, das kann man so interpretieren. Ah, ja. Dann sonst würde es ja nicht schreiben, dass stetig wachsende Bedürfnisse des chinesischen Volkes nach einem schönen und guten Leben. Und das hängt damit zusammen, dass man eben den vorherigen Hauptwiderspruch nur wirtschaftlich abpackt hat, die Umwelt vernachlässigt hat und ganz viele andere Sachen auch. Und sie tun jetzt die Maslow'sche Bedürfnispyramide vorbringen, von der hast du doch sicher auch schon gehört. Das ist also eine westliche Theorie, dass man Grundbedürfnisse hat und die verfeinern sich immer mehr zu immer. Also bei allem, was China macht, also China in Anführungszeichen, je nachdem, wem man gegenübersteht, kann man eigentlich damit rechnen, es ist dahinter, sind strategische Überlegungen. Ich nenne das noch ganz anders, ich nenne das supraplanerische Überlegungen. Und das ist jetzt, ich bin nicht bei der Strategie im Stab geblieben, sondern ich bin eine Stufe höher gegangen und beschäftige mich eigentlich seit 2008 mit dem Supraplanung. Und Supraplanung ist dann etwas, was über der Strategie steht. Also es gibt in China ganz viele Strategien, zum Beispiel Gesundes China 2030 heisst so eine Strategie. Und eine andere Strategie heisst der Fußball entwickeln, eine mittel- und langfristige Planung bis 2050 zu entwickeln vom chinesischen Fußball. Sie wollen unbedingt Weltmeister werden. Wirkt sich das auf die Zuverlässigkeit des chinesischen Partners aus? Sagen wir in wirtschaftlichen Fragen, solange die Strategie so stimmt und solange der Widerspruch so definiert wird, wird er zuverlässig sein? Ist das richtig? Auf jeden Fall. Schau mal, ich habe im Jahr 1978 im Tagesanzeiger so einen Artikel geschrieben über vier Modernisierungen. Ja. Unter anderem von der Wissenschaft und Technik. Und habe das so wichtig gefunden, dass ich im Tagesanzeiger das in Titel geschrieben habe. Weil das im März 1978 in der Verfassung proklamiert worden ist. Vier Modernisierungen. Ach, die sind aber schon im 1956 proklamiert worden. Das war eine alte Geschichte gewesen. Ich habe gefunden, wahnsinnig wichtig. Eine von den vier Modernisierungen ist die von Wissenschaft und Technik. Und man hat eigentlich schon damals können wissen, man wird dann lesen, wie man es heute hat können in 20 Minuten lesen, dass sie Mondprobe jetzt haben können. Also Mondorbit, computergesteuert, alles. Ja, und jetzt sind sie gelandet und Mondprobe können. Das hat man im Prinzip im 78 können wissen. Das hat man immer, wenn du da hast, gerade ist das eigentlich verlässlich. Also, und ich habe im 85 geschrieben, in der NZZ,
einen Artikel siehst, 2049. Über die Zukunftsziele im Reich der Mitte. Und China im Jahr 2049. Ja. Und du kannst sehen, da habe ich den Vorvorvorgänger von Xi Jinping zitiert, der gesagt hat, wir hoffen, nach Ablauf von 100 Jahren seit der Gründung der Volksrepublik China, also bis zum Jahr 2049, die höchst entwickelten kapitalistischen Länder in ökonomischer Hinsicht eingeholt zu haben. Das habe ich im 85 geschrieben. Und du hast gefragt, ist das zuverlässig? Das ist doch extrem zuverlässig. Es ist doch exakt nach dem Gang. Es funktioniert genau so. Genau so. Ziel genau wird so. Ich glaube, also aber unsere Regierung und unser Bundesrat und alle könnten ein grosses Stück von China auch lernen. Nicht unbedingt die Auffassung, dass man alles von oben regeln kann, aber die Strategieüberlegung hinter den Handlungen, das ist etwas Enormes. Also ich rede da von Supraplanung, das ist ja so lang, oder? Das hat im 85 gesagt, auf 2049, was sind denn unsere Strategien? Das ist Kennedy gewesen. Unsere Strategien sind so auf 2-3 Jahre raus. Ja, 10 Jahre. Also der Kennedy hat gesagt, 1961 bis Ende von dem Jahrzehnt. Und dann hat es eine Lissabon-Strategie gegeben, 2000 auf 10 Jahre. Also unsere Strategien sind nie so lang. Und darum finde ich das Wort Strategie, mit dem kann man China nicht erfassen. Das tut nur verwirren, wenn man das Wort benutzt. Ja, ja. Die haben einen Haufen Strategien, also das Wort gibt es, aber die sind dann im Rahmen von dieser riesigen Supraplanung. Und darum muss man das, glaube ich, schon unterscheiden, wenn man wirklich in die Kulissen schauen will. Ja, genau. Und ich will eben noch etwas sagen, wenn ich das darf. Also bei mir tust du alles. Also die übliche Mainstream-China-Berichterstattung. Ja. Alle die vielen Bestseller über China, die da erschienen sind. Ja, ja, jeder, der mal ein Auto in China verkauft hat oder eine Versicherung, tut sich als China-Experte outen. Also das will ich jetzt, ich will etwas anderes sagen. Da war noch nie ein Jurist dahinter gewesen. Also das sind alles Nicht-Juristen, die bekannten China Bücher schreiben, und es ist noch nie ein Jurist von irgendeiner westlichen Zeitung, einschließlich Angloamerika, als China-Korrespondent nach China geschickt worden. Also was ich dir da gezeigt habe, die Zitate aus der Verfassung, die ich im 78 im Tagesanzeiger gebracht habe, oder die Voraussage vom Hu Yaobang 85, das ist eine andere China-Betrachtung als die übliche. Die übliche China-Betrachtung nenne ich phänomenologisch. Also die tun Einzelfänomene, Einzelleute interviewen, nach China reisen, unsere Spot-Untersuchungen machen. Ich hocke daheim in Willenzell, habe Zeitungen abonniert. Ich habe einen normativ-wissenschaftlichen Ansatz. Ja. Ich sage, ich lese sehr sorgfältig die Reden von diesen Leuten und die juristischen Dokumente. Du bist ja auch Professor in Freiburg im Breisgau. Du hast den Lehrstuhl für Sinologie. Ja, nicht bei den Juristen, sondern in der philosophischen Fakultät. Das ist in der Philosophie. Aber ich bin Dr. Jur. Ja. Und ich würde sagen, mein Alleinstellungsmerkmal ist, dass ich der einzige westliche China-Beobachter bin, der auch für das breite Publikum schreibt, wo eine normativ-wissenschaftliche Betrachtungsweise hat und wo China versucht zu verstehen aus diesen Normativdokumenten. Also gerade das von 85, wo ich da im 85 schon die Vision für das Jahr 2049 publiziert habe, habe ich bequem in der warmen Stube in Willenzell, habe ich da die Zeitung, die ich abonniert habe aus China, habe ich das gelesen. Da habe ich gar nicht nach China müssen gehen. Ich habe niemanden müssen interviewen. Du gehst manchmal nach China im Jahr. Ja, ich bin da schon immer gegangen. Und in Deutschland ist im 2019 so ein Buch rausgekommen, China 2049. Also die Phänomenologen, die eben kein offizielle Dokumente lesen wollen, weil sie sagen, das ist alles Lug und Trug, das ist alles Propaganda und die chinesischen Zeitungen sind nur Lügen, die tun nur Lügen fabrizieren, die müssen wir nicht das lesen. Das behauptet die Phänomenologen. Das behauptet die Phänomenologen, das darf man gar nicht lesen, das ist Zeitverschwendung. Und jetzt hat der im 2000
Im 2019 hat er das Buch geschrieben. Die haben jetzt in Deutschland im 2019 auch das Jahr 49 entdeckt, über das ich schon 1985 in der NZZ genau das geschrieben habe, und wie Europa versagt. Ja. Und dann ist auch noch interessant, dann dankt er noch allen möglichen Thinktanks. Ja, ja. Und wir, was haben denn die gemacht? Das Resultat ist, dass Europa versagt hat. Und warum? Weil die kein Dokument lesen. Die lesen kein Dokument. Die tun nur Statistiken, die tun irrsinnig viele Einzelfänomene sammeln und dann versuchen sie das mit irgendwelchen westlichen Modellen, Harvard-Modellen. Aber sie können die Grundlage nicht erfassen. Ich bin überzeugt, sie sprechen meistens auch die Sprache nicht. Das kommt dann noch dazu, ja. Das kommt dann noch dazu. Also die Mainstream-Wahrnehmung, ja, dass da alles geflunker ist und so Propaganda und Ähnliches, das ist grundfalsch, offenbar. Ja, das ist total falsch. Also, ja. Und du sagst noch, also es gibt da noch ein interessantes Buch von einem Pillsbury, wo Berater war, von Nixon bis Barack Obama und auch im Council of Foreign Relations angehört. Und der hat gesagt Folgendes, wenn ich das schnell darf vorlesen. Ja, most American officials ignored the anti-American signs altogether. Some of the anti-US evidence was even suppressed. On a routine visit in the 1990s to the CIA Translation Center in Reston, Virginia, I asked the translator why so few examples of Chinese leaders, anti-American tyrants, appeared in its reports. Almost all US officials relied on translations from the CIA Center to follow what was on the Chinese leadership's mind. Because so few can actually read and grasp the many crucial nuances of the Chinese language. That's easy, she replied. I have instruction not to translate nationalistic stuff. Jetzt stell dir mal vor, also das die amerikanische Politik. Irrsinnig. Amerikanische Politik stützt sich vor allem auf das CIA Translation Center und die zensurieren das, was ihre Übersetzer dürfen überhaupt übersetzen. Das und die dürfen angeblich nationalistische Staffel nicht übersetzen. Das ist ein völliger Quatschansatz, denn dann weiß man ja nicht, was wirklich gedacht wird und was wirklich Strategie und was wirklich also langfristige Plan sind. Ja, ja, und wenn zum Beispiel in der Zeitung so etwas steht, das ist also jetzt gestanden, am 5.5.2018, wo man von Marx den 200. Geburtstag gefeiert hat. Und dann ist eine ganze Seite eine Rede von Xi Jinping über den Marx. Ah, ja. Dann sagen alle anderen, außer mir, also ich tue jetzt auch vielleicht ein bisschen übertrieben, das ist alles Lüge und Propaganda, weg damit, in einen Papierkorb, das lesen wir nicht. Ich aber sage, das muss man ganz sorgfältig lesen. Und wenn man es aber liest, dann stellt man fest, dass Xi Jinping sagt in dieser Rede, der grösste Philosoph aller Zeiten war der Marx, nicht etwa der Konfuzius. Und wenn das der Xi Jinping sagt, dann sagen die anderen, alles gelogen, das ist alles Propaganda, das ist ja... Das ist einer, der Stroh im Kopf hat und dem Volk eine ganze Seite lang einfach Unsinn erzählt. Das sagen die anderen. Ich sage, nein, das ist von ganz grosser Wichtigkeit. Wir müssen jedes Wort, jeden Satz ganz genau studieren und uns dann überlegen, ja, was bedeutet aber der Marxismus für die Außenpolitik und Innenpolitik von Volksrepublik. Also doch kann man die jetzige Strömung im Auftreten von China gegen aussen auch die neue Seidenstraße, die Handelsverträge und alles letztlich aufs Gesamtziel zurückführen. Genau. Das und ist das meine heisst Meinung, auch, ja. Wir lassen Hongkong leben, solange es am Gesamtziel dient. Also Hongkong ist jetzt wieder etwas anderes, oder? Spezielles. Was meinst du zu Hongkong? Wie sieht das? Also Hongkong hat bis zum Schluss nie eine Demokratie bekommen von Großbritannien. Es ist ja, nur der letzte
Gouverneur war nur ein weissrassiger, blonder, blauäugiger Mann aus Großbritannien, wo die Hongkonger überhaupt nichts dazu sagen konnten. Sie haben also nicht einmal als letzter Gouverneur einmal einen Hongkonger, natürlich einen Englandtreuen, eingesetzt, sondern nur der letzte war so ein richtiger Kolonialistentyp, wie man sie ja heute beklagt. Einfach möglichst Wirtschaftsfreiheit aus. Ökonomische Gründe. Wirtschaftsfreiheit, aber sehr, sehr repressiv auch. Sie hatten noch Todesstrafe gehabt bis in die 80er Jahre. Dann haben sie nicht die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte auf Hongkong angewendet, obwohl sie das durch eine bloße Regierungserklärung hätten können machen. Sie haben zum Beispiel auf Falklandinsel, auf alle möglichen Inseln haben sie die Europäische Menschenrechtskonvention ausgedehnt, aber nicht auf Hongkong. Nicht auf Hongkong. Die Menschenrechte dort ist den Engländern völlig egal gewesen. Sie haben sich gar nicht darum gekümmert. Sie hätten in Hongkong eben können auf chinesischem Territorium zeigen, wie die Europäische Menschenrechtskonvention gut ist und wie sie funktioniert. Und wie unsere Ethik und unsere Staatsauffassung und alles geht, haben sie aber nicht gemacht. Das hat man auf chinesischem Boden anhand von dieser Menschenrechtskonvention können zeigen. Yeah. Aber kein Mensch, auch kein Habermas und all die Leute, die sich da überall um Menschenrechte in Hongkong kümmern, haben sich damals um das gekümmert. Das war denen allen völlig egal gewesen. Ich habe aber zwei Briefe als Englische vor ein Office geschrieben und sie gefragt, warum sie das nicht gemacht haben. Ich war offenbar der Einzige wieder mal, der sich für so eine Frage vor der Angliederung, habe ich übrigens die Briefe geschrieben. Ja. Sie haben dann gesagt, ja, das haben wir aus Rücksicht auf die Volksrepublik China gemacht, wir nicht wollen provozieren. Wie entwickelt sich jetzt das unter dem Gesichtspunkt von der Gesamtstrategie von China? Also, sie haben dann Hongkong wieder eingegliedert mit der Polaritätsnorm ein Land, zwei Systeme. So heisst das, jawohl. Und an erster Stelle steht aber ein Land. Ein Land. Und an zweiter Stelle steht zwei Systeme. Und sie haben dann aber gesagt, es gehört zur Volksrepublik China, es ist ein Teil von China, es untersteht der chinesischen Souveränität, aber es hat zwei Systeme und die sollen noch 50 Jahre lang nach der Wiederangliederung von 1997 weiter bestehen. Erstens einmal das Common Law. Also das ist ja eine englische Kolonie gewesen, also das soll weiter bestehen. Es ist jetzt gerade in China ein Zivilgesetzbuch erlassen worden, das am 01.01.2021 in Kraft wird treten. Das wird nicht in Hongkong in Kraft treten. Also die haben englisches Recht, Common Law. Das ist mal ein System, das wir beibehalten. Und das zweite System ist das kapitalistische System. Also in der Kernvolksrepublik gibt es kein Bodeneigentum, kein individuelles Bodeneigentum. Ja, ja. Aber in Hongkong gibt es individuelles Bodeneigentum. Also das kapitalistische System. Und das haben sie so gemacht. Unter dem Hauptwiderspruch, den ich erwähnt habe, das zwischen den stetig wachsenden materiellen und kulturellen Bedürfnissen des Volkes und der rückständigen Produktion. Also sie wollen die Wirtschaft voranbringen, auch via Hongkong. Also es wäre ein Tor für die Wirtschaft eigentlich. Wenn noch der alte Hauptwiderspruch gewesen wäre, wenn der Mao noch gelebt hätte, der Klassenkampf gesagt hat, dann ging es nicht. Hätte es nicht ein Land, zwei Systeme gegeben, dann wäre das wie mit der DDR und Bundesrepublik passiert. Es wäre total sofortig in die Volksrepublik China eingegliedert worden und das Common Law wäre abgeschafft worden. Und heute geht das sogar unter dem Gesamtziel. Natürlich. Also wenn man China will verstehen, die chinesische Politik, das ist jetzt meine Meinung, normativwissenschaftlich, muss man eigentlich nur den Hauptwiderspruch verstehen. Denn alle anderen Probleme sind neben Widersprüchen. Ja. Und es gilt aber der Satz, alle Nebenwidersprüche müssen hauptwiderspruchslösungskonform gelöst werden. Tja, das ist eigentlich der Kern von deiner Aussage heute. Und das gibt uns auch die Möglichkeit, wenn wir uns vertiefen, die Sache, und zum Teil gibt es ja auch Übersetzungen von Zeitungen, dass man das auch mitbekommt und achtet und anschaut und nicht einfach nur auf die Leute hört, die, wie ich vorher gesagt habe, mal eine Versicherung oder ein Auto in China verkauft haben und meinen, sie seien Experte für das Land. Du, Haro, es ist mir eine grosse Ehre und Freude,
dass du zu uns in die Sendung gefunden hast. Die Regie tut mir leider bereits signalisieren, dass ich praktisch fertig bin. Deine Bücher, die können wir noch rasch empfehlen. Also 36 Strategeme, dann Supraplanung und Das da oder Schweiz. Das ist, gehört zu deinem Werk. Und ich freue mich sehr, dass wir da damit eigentlich den Talk abschliessen können. Deine Werke sind hochlesenswert und gerade auch für Leute im Management, in der Politik, die hinter die Kulissen von China schauen wollen. Vielen Dank, Haro. Ganz herzlichen Dank, Valentin, für die Einladung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, es ist für euch so interessant gewesen, wie auch für mich. Und ich danke euch vielmals fürs Zuhören.